Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Knotschi Gaming. Heute das Spiel Leipzig gegen Schalke, Samstag 18:30 in der Red Bull Arena. Ja, letzte Woche Leipzig in Leverkusen 1:1 nur. Da war sicherlich mehr drin. Schalke zu Hause 1:3 verloren gegen Werder Bremen. Das war dann der Tiefpunkt und der Knackpunkt dafür, dass David Wagner den Verein verlassen musste. Manuel Baum jetzt als Nachfolger im Amt. Auch Naldo mit in der Kabine als eine Art Co-Trainer, als jemand vom Trainerstab. Wir sind gespannt, ob wir eine Leistungssteigerung sehen können, ob wir vielleicht eine Verbesserung sehen können im Offensivspiel und im Spielaufbau. Das werden die nächsten 90 Minuten zeigen. Und hier die Aufstellung. Leipzig startet mit Gulaschi, Angelino, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Haidara, dann Campbell, Adams und Olmo im Mittelfeld und vorne drin Paulsen und Forsberg. Ja, und Schalke im Tor, immer noch Ralf Herrmann, obwohl Renault gekommen ist. Und Chipka, Nasser, Sitsch, Sané und außen Stambouli. Dann davor Mascarell, Bentaleb, Rudi, Harit hinter Ut und Paciencia. Auch hier 4-4-2 mit einer Raute Mittelfeld. Und so starten wir in diesem dritten Spieltag. RB Leipzig stößt an von links nach rechts. Diese Außenverteidiger, die wir in der Aufstellung gesehen haben, die werden wohl mehr ins Mittelfeld ziehen. Also real taktisch wäre es wohl eher eine Dreierkette werden bei Leipzig, die jetzt kommen mit Paulsen und Adams. Da ist Forsberg, Sané dazwischen, der ersetzt den gesperrten Kabak. Für insgesamt 5 Spiele gesperrt. Ja, es war auch eine Frechheit. Also wenn man da einen am Boden liegenden Spieler anspuckt, dann sollte man sich über eine Strafe nicht aufregen und vor allem sie einfach hinnehmen. Aber jetzt mal Uth schickt Harit, der auf links läuft. Der ist durch, könnte jetzt flanken. Tut er auch und hinten am zweiten Pfosten. Da läuft Sebastian Rudi ein. Der taucht nicht auf im 16er auf, aber hier dieser Aufsetzer, da sieht Gulaschi, dass der Ball über dem Tor landet. Yusuf Paulsen, der Däne, Zusammenspiel mit Adams, so nicht, Rudi, Harit, Paciencia und jetzt ist Harit durch nach diesem Pass von Uth. Harit läuft, muss jetzt abschließen. Gulaschi hier, blitzschnell unten mit der Fußabwehr. So geht's nur. Eine Ecke für Schalke. Und Mascarell treibt das Spiel nach vorne. Mascarell mit Paciencia. Der ist da durch. Das ist ein Stürmer und der schießt. Gulaschi noch dran. Wieder Ecke Schalke. 28. Spielminute. Nächste Ecke Chipka. Oh, das sah schon knapper aus. Jetzt Sané aus der zweiten Reihe und nochmal Gulaschi. Die erste halbe Stunde ist gespielt. Schalke macht das gut hier bis hierhin, aber vorne ohne Durchschlagskraft. 10 Minuten noch im ersten Durchgang zu spielen. 2 Schalker liegen. Im Liegen kriegt Bentaleb das Ding wieder. Chipka, Paciencia, probiert's direkt. Paciencia! Peter Gulaschi bis jetzt auffälligster Leipziger und das ist kein gutes Zeichen für Julian Nagelsmann und seine Leipziger. Und der nächste Abschluss, diesmal Omar Mascarell, der Kapitän. Der Schalke von den Namen her heute sehr defensiv,
sehr viele defensive Akteure, aber die schalten sich überraschenderweise sehr oft ins Offensivgeschehen ein. Und so steht dann auch mal ein Rudi im 16er oder ein Bentaleb für einen Abschluss bereit. So, der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. 0:0. Die ersten 45 Minuten Schalke aktiver als erwartet. Allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft bis jetzt vorne. Und von Leipzig ist eigentlich nichts zu sehen in diesem ersten Durchgang. Und wir gehen jetzt erstmal in die Halbzeitpause. Und hier sehen wir nochmal die Statistiken zu diesem Spiel, zu dieser ersten Halbzeit. Und Schalke damit 3 Torabschlüssen, Leipzig noch mit gar keinem. So, zweite Halbzeit, Manuel Baum hat gewechselt. Benito Raman für Rudi in der Partie. Und Leipzig spielt es kontrolliert hinten raus. Haidara jetzt mal auf rechts. Schöner Seitenwechsel war das. Ich glaube, Kampel war es. Dann Adams mit Olmo. Daniel Olmo, da ist er vom Tor. Und 1:0 für RB Leipzig. 50. Spielminute. Das war zu einfach. Das Zentrum viel zu weit offen. Oh, und da kann er ja durchspazieren. Hier niemand attackiert ihn. Adams, Forsberg und Olmo völlig blank vor Ralf Fährmann. Der kann einem echt leid tun. 11 Gegentore in den ersten beiden Bundesligaspielen. Und jetzt rappelt es schon wieder im Karton. Wie kann Schalke jetzt darauf reagieren? Können sie überhaupt darauf reagieren? Jetzt könnte Schalke mal. Mit Raman. Auf Harit. Gut. Nochmal zu Harit. Und dieser Abschluss sagt so viel aus. Genau so läuft das Spiel. Leipzig einmal vor dem Kasten von Fährmann. Das Ding maßgenau in die linke Ecke platziert. Mit Wucht, mit Entschlossenheit. Und dann dieser Schuss von Harit, der dann so, naja, kommt. Eher lasch getreten und nicht wirklich platziert auch. Sabitzer kommt für Adams aufs Feld. Und Matondo für Amin Harit. Da ist Matondo das erste Mal am Ball. Die Flanke, das wär's gewesen. Und jetzt kommt der Neumann von RB Salzburg, Wang Yi-Chan, für Forsberg in die Partie. Matondo kann den Ball behaupten, rennt jetzt alleine aufs Tor zu. In der Mitte nur Paciencia, was macht er? Rabbi Matondo! Das war doch kein ernst gemeinter Abschluss. In die Arme von Gulaschi dieser Ball. Schalke muss hier dringend was einfallen. Oh Gottes Willen. Schalke macht es spielerisch hinten raus. Jetzt Marc Uth für Matondo. Er nimmt hier nochmal Paciencia mit. Marc Uth. Uth! Oh! Strammer Schuss in die rechte Ecke, aber Gulaschi hechtet wieder zum Ball und klärt zum Eckball. Die nächste Ecke kommt von Bastian Oczipka. Oh, aber vorher jetzt noch der Spielerwechsel. Ahmed Kutucu für Marc Uth. Oczipka. Und da ist Schalke wieder. Paciencia mit dem Kopf. Oczipka, der läuft jetzt mal auf den Außen. Vertändelt er den Ball? Nein, bis jetzt noch nicht. Paciencia. Und da ist das 1:1. In der 90. Spielminute. Gonzalo Paciencia mit rechts ins Netz. Gulaschi wieder dran. Aber diesmal kann er das Tor nicht verhindern. Hier nochmal. Oczipka und dann Paciencia. Eigentlich gar nicht so platziert wie einige andere Schüsse des S04. Aber der Ball schlägt ein und wieder mit der Picke ist Gulaschi am Ball. Gonzalo Paciencia, 90. Spielminute. Kann Schalke hier den ersten Saisonpunkt mitnehmen? Haidara, hinten raus, vielleicht nochmal der lange Ball. Nein, auch Leipzig begnügt sich damit, mit diesem Punkt. Und ich denke, aufgrund der ersten Halbzeit geht das Ergebnis hier klar. Schalke kam gut ins Spiel, dann ist das Ganze abgeflacht. Leipzig schlägt eiskalt zu, viel zu viel Platz da. Schalkes Hintermannschaft und Paciencia gleich dann ganz spät nochmal aus. Und so sieht es ja aus, die Spielstatistik. Also ein Torschuss und der war auch drin auf Seiten von Leipzig. Und Schalke ja mit 8 Torschüssen.
8 Schüsse auf das Tor von Gulaschi brauchen sie, um ein Tor zu erzielen. Das ist sehr ineffizient. Daran muss Manuel Baum arbeiten mit seinen Leuten und mit der Mannschaft. Ja, und damit sage ich, ich bin gespannt auf Samstag 18:30 Uhr. Topspiel der Bundesliga des dritten Spieltags, Leipzig gegen Schalke. Ihr könnt gerne, sehr gerne, eure Tipps unten in die Kommentarfunktion schreiben. Lasst ein Like auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um auch nächstes Mal wieder dabei zu sein. Ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Video am vierten Spieltag. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Ciao und Glück auf!